Aber allgemein sind die ja schon relativ ergiebig, finde ich. Ach, die Farmer sind natürlich jetzt arbeitslos. Und wisst ihr was? Ihr holt jetzt mal endlich hier das ganze Zeug ab. Mich nervt, dass das hier voll ist und ich nicht richtig handeln kann. Ich baue gerade nicht. Also wird das hier wahrscheinlich auch nicht leer, aber sie holen es auch einfach nicht. Und hier ist der Platz dafür gedacht. Okay. Damit kann ich leben. Ein bisschen Platz haben wir jetzt. Fehlen noch 9000 Dollar, 300 pro Stunde. Ich weiß nicht, wie lange so eine Jahreszeit eigentlich geht. Das heißt, in 10 Stunden habe ich schon fast. Könnte ich es eigentlich schon fast machen? Wie gesagt, ich möchte dann vorwärts kommen und die Stadt auf die letzte Stufe bringen. Und dann werde ich auch bald anfangen mit Kaufleuten. In der nächsten Aufnahme könnte es dann schon soweit sein, dass ich mit Kaufleuten soweit bin. Aber das mache ich natürlich nicht im Winter. ...123 von den Pionieren. Okay. Obwohl, eigentlich scheint der Arzt zu reichen, wenn ich ehrlich bin. Haben sie es jetzt leer? Super. Ich könnte eigentlich mal so irgendwann mal so richtig viele Metallteile kaufen und die dann alle da einlagern. Aber andererseits, ich habe jetzt 48, das reicht erstmal. Die Bretter verkaufe ich jetzt auch nicht, denn ich weiß, die werde ich nämlich richtig viel brauchen. Ich verkaufe vielleicht mal ein Brot. Soll ich nochmal Feuerholz verkaufen? Ne, eigentlich nicht. Ich verkaufe trotzdem noch ein bisschen was. Ja, die bringen wenigstens mehr als das Mehl. Kann ich Mehl nochmal verkaufen? Oh, kann ich. Aber an und für sich ist es auch nicht rentabel, Brot zu verkaufen. Brot verkaufen, Brot nicht verkaufen. Ach, ich verkaufe meine Charge Brot. Und ich könnte. Dann bin ich aber in einem fast maximal Minus. Daraus hätte ich eigentlich schließen können, dass ich mal bis zu 5000 ins Minus gehen kann. Aber ich hab's ja fast. Ach, weg damit. Ach, was soll's. Nee. Händler müsste man im Spiel sein. Da sind die Einnahmen so extrem hoch. Ich glaube, ich krieg's ganz gut hin, dass ich... Ach ja, immer wenn die Stunde ist, schreit es ja ein Stück vor, stimmt. Was genau machen die da gerade? Tragen die einfach nur Zeug weg. Oh, die tragen einfach nur Zeug in das Lager. Ja, eine Grippewelle kann das sein. Na klar, das drückt auf die Stimmung. Wenn ich Grippe habe, bin ich auch mehr genervt als alles andere. So ein bisschen den Überschuss verkaufen. Holz verkaufen wir mal nicht, denn das weiß ich, brauche ich noch. So, und das müsste 400, 800, 1, 2, 1, 4, 1600 Dollar wert sein ungefähr. 1500? Ne, 1600 habe ich jetzt ausgerechnet. Vielleicht habe ich mich auch vertan. Ist ja nur so ein Überschlag.
Das ist 400, das sind 800. Ach nee, das sind ja nur 35, stimmt. Also weniger, ist ja egal. So genau möchte ich jetzt auch nicht rechnen. Auf jeden Fall kann ich mir es dann demnächst leisten, sobald der Händler da war, Gebiet ausweiten. Der hat sein Pferd wieder genommen, wie es scheint. Dann bin ich zwar immer noch ein bisschen im Minus. Mit 1500 im Minus kann ich eigentlich leben. Letzte Stufe, jetzt will ich wissen, wie weit. Das Gold kriege ich nicht, das Kupfer habe ich. Das Gold habe ich leider auch nicht. Das Kupfer habe ich nochmal. Ja, okay, die Kohle hatte ich schon. Siehst du, eine Stufe mehr und ich... Okay, ich komme nicht an Gold ran. Wie beschissen. Wirklich nur ein ganz kleines Stück mehr hätte gefehlt. Ich glaube nämlich nicht, dass ich da eine Mine dran sitzen kann. Aber jetzt mal ernsthaft, als ob das irgendjemand gestört hätte. Ich glaube, dann kaufe ich mir's. Ich könnte natürlich auch wieder eine Zweitstadt machen. Aber ich würde sagen, ich kaufe mir das Zeug einfach. Jetzt alles teuer, weil ich einfach kein Geld habe. Aber ich kann dann auch ein bisschen ins Minus gehen, das schadet mir jetzt auch nicht so. Ach, Sheriff. Er hat keinen mehr. Vielleicht werde ich doch demnächst mal ein bisschen Alkohol kaufen. Oh, ich brauche noch eine Brennerei, aber wie viele Brennereien kann ich denn bitte schön brauchen? Das Gute ist allerdings, ich krieg richtig viel ein, also ich bin schnell wieder im Plus. Der Winter ist fast vorbei und ich verkaufe einfach nochmal eine ganze Charge Mais. Ich hab's meist jetzt eigentlich doch wieder verkauft. Brennholz kann ich auch einmal loswerden. Und dann habe ich auf jeden Fall wieder das Geld, was ich brauche. Wenn ich wieder im Plus, dann müsste ich auch genug. Also bis der nächste Händler kommt, habe ich wahrscheinlich dann auch einfach Plus Geld. Super. Ich glaube, es ist auch viel schöner, wenn man. Das Rathaus sieht irgendwie. Also am Anfang der Stadt, ja, ist okay. Aber das müsste man auch irgendwie verbessern können, finde ich. Es ist schon ein bisschen dürftig jetzt fürs... Jetzt am Anfang ist es okay für so eine kleine Stadt. Es hat eher was von einem Bahnhof. Dann Wolf? Sieht fast so aus, aber ich... Ah, da. Na, egal. Der ist zierte, das ist wie so ein Pelz. Müsste eigentlich ein bisschen größer werden. Vielleicht hier so ein Stück noch nach rechts gehen oder so. Da kommt der Händler. Aber ich habe tatsächlich das ganze Farmgebiet hier. Das, was ich eigentlich auch wollte. Warte mal, habe ich hier Fischschwärme irgendwo? Da sind Fische. Da sind Fische. Dann baut mal fein. Ich weiß jetzt gar nicht, ob hier noch Farmland ist, darum warte ich mal hier mit dem Bau. Der Fischer muss auf jeden Fall hier oben hin. Brauche ich hier mal noch einen zweiten? Da kriege ich eh keine Rinderfarm rein. Also hier zwei Rinderfarben hin, hier noch ein Fleischer. Dann noch eine Brennerei. Vielleicht kaufe ich auch erstmal den Alkohol.
Nee, ich verkaufe, kaufen. Hier für 800 Dollar 10 Alkohol. Sobald die Stunde rum ist, habe ich eh gleich wieder. Hätte ich das Geld eh. Dann kaufe ich halt mal kurz auf Pump. Mich nervt dieser Nachricht immer geringe Finanzmittel, wenn ich ehrlich bin. Ah ja. Wie hört man denn? Trinkt denn an? Ah, die Hilfsarbeiter tragen sie in den Salon, ich verstehe. Dann hat der erstmal das, was er braucht. Ach so, ich habe zwei Fischer gebaut. Ein Baumeister. Habe ich ehrlich gesagt nur einen Baumeister? Ne, ich habe zwei, okay. Wollte gerade sagen, die arme Sau muss hier alles alleine machen. Der tut mir auch so ein bisschen leid. Muss ich ständig durch das kalte Wasser warten. Jetzt bin ich mal gespannt, der Fischer, was der so kostet. Ich hatte ihn, glaube ich, schon mal gebaut, aber ich weiß es echt nicht mehr. Ich habe ihn halt nur kurz gebaut. Auf jeden Fall fangen wir jetzt doch im Winter schon an, alles vorzubereiten. Da war doch irgendwo ein Fischschwamm, oder? Da war es. Ein Träger. Da sollte genug Platz sein. Ich denke mal, die Stromschnellen sind Fische, aber... Das ist der eine Fischschwamm hier. Okay, den kann ich vielleicht ein Stück weiter runterschicken. Wenn er dann soweit ist. Was kostet der jetzt? 20? Es ist schon echt teuer, dass so ein Fischer 20 Dollar kostet, oder? Okay, der Frühling beginnt gleich. Das heißt auch weniger Maisverbrauch. Und dann erholen sich vielleicht auch die Rinder hier ein bisschen, weil ich glaube jetzt gerade im Winter... Vermehren die sich nicht so extrem. Entweder das oder die Fleischer werden gerade viel effizienter. Aber glaube ich nicht, weil wir kriegen tatsächlich langsam immer mehr Fleisch. Alkohol ist schon wieder alles schön. Habt ihr schön ausgesoffen alles. Komm Frühling. Ehrlich gesagt, es gibt ja die Herausforderung 25 Jahre zu siedeln. Also ist eine Steam-Errungenschaft. Stelle ich mir jetzt nicht so mega schwer vor. Aber da man nicht viel schneller machen kann, könnte schon sehr lange dauern. Da fände ich doch lieber die... Also ich habe fast alle Errungenschaften. Ich glaube, mir fehlt noch eine fürs Sterben von Leuten. Ich glaube, 500 Einwohner muss ich verlieren und 25 Jahre siedeln. Ja, das könnte ein bisschen dauern. Hat er jetzt mittlerweile schon ein bisschen Fisch? Wir haben noch keinen einzigen Fisch gefangen. Du kostest nur Geld. Durst sollte auch kein Problem sein, du hast hier einen schönen Fluss. Ach, hier ist auch ein Fischschwamm. Direkt vor seinem Haus. Ja, der wird dann arbeiten können. Ich hätte jetzt gerne den ersten Fisch, wenn ich ehrlich bin. Und da hat er einen. So, die Frage... Erholen die sich auch irgendwann oder spawnen die an einer anderen Stelle nach? Oder sind die Fische dann irgendwann alle? In dem Fall müsste ich dann echt aufpassen, wie viele Kaufleute ich machen möchte. Weil ich habe auch das Problem mit Schmuck hier.
Jetzt könnte ich anfangen, das hier auszupressen alles. Oh, haben wir viele Holzbretter. Was kostet denn das Ding? Also der Kaufpreis ist echt akzeptabel. Die Waffe Erz und sowas bestimmt. Genau. Das heißt, ich baue mal hier die Goldschmelze hin. Komisch, ich kann ein Goldschmied direkt machen. Und das Ding wird jetzt auch direkt mal gebaut. Übrigens, mein Goldschmied ist in Rente gegangen. Dem, wo ich meine Ringe gemacht habe, mein Verlobungsring und meine Ehering, also unsere Eheringe. Sehr traurig. Der war echt gut. Kaufen uns. Oh, das wird sehr teuer. Gut. Und bumm. Aber ein bisschen dahinter und dann wieder davor und ja. So wird das schon. Jetzt habe ich vergessen. Jetzt weiß ich mal Golderz. Okay, zwei mit. Hätte ich alles, aber. Na. Guck mal, glücklich? Angetan? Neutral, traurig, böse. Warum traurig? Was ist, wenn ich auf X drücke? Ah, okay, dann bleibt die bestehen. Läuft aber langsam aus. Okay, jetzt wird das mal für 5000 Zeug gekauft. Und wir haben 6 Fische. Fische. Kabeljau. Der rollt die Kabel auf. Jau. Jetzt haben wir auch Golderz gekauft. Apropos, es wird Zeit. Wir haben noch einen Colt. Knall mal einen ab. Du kannst auch einen abknallen. Ich brauche auf jeden Fall das Bohr. Mal sehen, ob die dann immer noch drauf warten, dass ich was mache. Die Dolken Gang. Ernsthaft, der hat nicht mal getroffen. Hoffentlich, dass sie verbluten. Er hat auf jeden Fall keine Waffe mehr. Aber eigentlich müsste ich jetzt weniger Kosten haben, oder?
Du musst doch auch gut schießen können. Und du bist der letzte Revolver, den ich habe. Dann spare ich wieder ein bisschen Geld. Okay, der soll dann auf jeden Fall kein Problem mehr sein, der hat bloß noch, wenn wir den erschossen haben. Okay. Scheint sie nicht weiter zu stören. Wollte sie jetzt die Waffe? Nee. Ich glaube, sie verbluten tatsächlich wirklich langsam. Aber andererseits, wenn sie angreifen, dann kommen sie angehumpelt. Wie bedrohlich. Du hast eine Schusswaffe. Gehen da. Bloß noch der eine Ding. Hol dir schon mal die Waffe. Ich glaube, der Typ ist verblutet. Wovor hast du Angst? Geh mal zum Arzt. Abknallen. Okay, die hat jetzt Cholera. Cholera. Freitags ist sie nieder. Die hat sie in den Grund nachgebaut, den hier. Du holst jetzt eine Waffe. Okay, die stirbt langsam. Du holst jetzt eine Schusswaffe. Ach, Fahler, ich habe Fehler gelesen. Tja, die Banditen haben es irgendwie nicht so leicht bei uns, habe ich das Gefühl. So, du holst die Waffe und holst dir dann das Pferd. Das ist zwar ein bisschen mehr Mikromanagement, aber Pferd. Waffe. Irgendwas kann er da aufnehmen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall kommen da schon welche und holen sich eine Waffe. Was ich echt gut finde. Du holst das Pferd. Du hast Cholera. Du holst das Pferd. Und danach kannst du irgendwas zum Arzt gehen. Ah, so sieht das Golderz also aus. Aus der Klondike geholt.
Ah. Die Goldschmelze arbeitet. $35. Kann ich jetzt aufrüsten eigentlich mittlerweile? Habe ich schon das erste Gold? Nee. Ich habe auf jeden Fall genug Geld. Ich kaufe mal noch ein bisschen Alkohol. Und noch ein bisschen davon. Kohle läuft wahrscheinlich. Sie ist nicht faul auf jeden Fall. Wie cool. Das ist irgendwie cool. Ich würde gern wissen, was die immer transportieren, aber ich glaube, die haben Gold dabei. Okay, hier sieht. Ach doch, er schmeißt sie draußen in den Brennofen, schätze ich mal. Genau. Schauen wir mal denen dabei zu, was sie machen. Vielleicht andersrum. Ah, okay, dann hier die Rinne und da wird der Goldband da gegossen. Natürlich fasst er es vollkommen heiß noch an. Würde ich auch so machen. So, die Dame. Da kann man nicht zuschauen beim Arbeiten. Das macht ihr alles hier drin, schätze ich mal. Ein Kohle und ein Goldband macht daraus Schmuck. Also das muss doch wirklich die Leute, also die Verbrecher anziehen. So, wie steht es denn jetzt eigentlich um unsere anderen Vorräte? Brot ist okay. Fisch haben wir recht viel. Das scheint auch zu laufen. Woran mangelt es denn jetzt eigentlich hier? Nummer 1 hat kein Gebiet mehr, also keine Tierchen mehr. Oh ja, die hier sind mehr als produktiv, schätze ich mal. Kann nicht sein, wir haben nämlich Alkohol. Unsere Zeit läuft ab. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt wirklich noch, die ersten Kaufleute hier zu kriegen. Noch ein Fleischer. Ach, das ist ein Jäger. Escape von Butcher Bay. Lassen wir noch ein bisschen Platz hier. Der ist ein bisschen größer als die Wohnhäuser. Vielleicht kriegen wir es jetzt endlich in den Griff. Okay, die ersten Gebäude kann ich aufwerten, wie es scheint. Ja, was bringt denn das? Ist $16. Also 12, 14, 16. Wenn ich bedenke, was die denn alles brauchen. Zehn Steine. Ja, aber so schlecht stehen wir gar nicht da. Allerdings muss ich... davon unbedingt noch was kaufen. Läuft. Klar, ich brauche den Schmuck jetzt erstmal noch nicht. Ich hoffe, der Schmuck verbraucht sich nicht so schnell. Oh, habe ich eigentlich jetzt wieder Pioniere, bitteschön? Oder zählen die als Pioniere, sobald es aufgerüstet wird? Das kann natürlich auch sein. Ich überlege, ob ich einen der Fische erstmal ausmache. Wahrscheinlich die hier. Die ist mir nämlich ein bisschen zu effizient.
Und danach das. Die bauen wir mal noch schnell und beim... Und ehrlich gesagt, dann würde ich gern ein einziges... Oh, ein Mehrfamilienhaus. Wie heißt denn das jetzt? Einfaches Haus. Erhöht das nochmal die Anzahl der Leute? Steht nicht da, dass es mehr werden. Okay, die Rinderfarm haben wir dann gleich. Zwei Träger werden zugeordnet. Dann sollte ich eigentlich auf jeden Fall erstmal genug Fleisch haben. Und auch genug Leder. Ich habe auch gar nicht geschaut, wie die Zufütterung ist in diesem Ding. Und ich wollte sie einfach nur herbauen. 20%. Das ist wirklich okay. Ich müsste hier genauso sein. Wir haben auf jeden Fall unser Werkzeug auch gerade gekriegt. Aber wir haben noch eine positive Bilanz. 3, 2, 1. Ja, jetzt können viele Gebäude aufgewertet werden, aber ich weiß nicht, ob ich die alle zu Kaufleuten haben möchte. Ich hätte gern die großen Minen, wenn ich ehrlich bin. Die könnten ganz interessant werden. Die kleinen kennen wir ja schon, aber die großen haben wir auch noch nicht gesehen. Gerade doch nur 10% Zufütterung. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall... Oh, ich muss den Steinbruch wieder anmachen, fällt mir gerade ein, denn... Dieser Gebäude hier kosten ja 10 Stein pro Ding. Und vor allem haufenweise Metallteile, also... Das müssen schon ganz schöne Oschis sein, richtige Steine. Das sind ja dann richtige Steine, also im Grunde kleine Hütten brauchen ja auch nur Metallteile. Oder braucht denn Hütte Stein? Ja auch. Das ist auch gleich fertig. Da war der Händler da und mir aus. Ich muss halt jetzt das ganze Golderz kaufen, weil ich leider nicht nochmal ausrüsten kann. Also aufwerten. Wenn ich jetzt nochmal aufwerten könnte. Die Stadt, auch wenn es 50.000 kosten würde, wäre es kein Problem, glaube ich. So, du bist das nächste Ziel. Dann du. Dann du. Ich will wenigstens in dieser Folge wenigstens noch den ersten auf Kaufleute-Status haben. Warte mal, ich will jetzt mal was testen. Ob jetzt die Miete gleich sinkt? Nö. Die zählen bloß hier als Pioniere. Die zählen als Pioniere, aber bezahlen auch normale Siedler. Gebühren. Na ja, okay, das Haus ist aber eigentlich weg. Eigentlich würde es wirklich Sinn machen, dass sie nichts bezahlen, weil sie dann obdachlos sind in der Zeit. Aber egal. Wie gesagt, das möchte ich jetzt gerne noch fertig haben. Es könnte sein, dass er das nicht schafft. Ach, du bist Steinmetz. Ich hätte gern, dass die Wölfe auch eine Lebensanzeige haben. Ne, gehen wir lieber zum Arzt. So, da ist Golderz drin. Wir haben fast wieder Plusgeld. Die Goldschmiede ist nicht effizient genug. So, eine Frage der Zeit. Die Rinderfarmen müssen jetzt relativ schnell funktionieren. Es ist Sommer. Lass es doch immer wieder so. Lass es doch immer nur Sommer sein. Richtig teure Gebäude. Ich hoffe, der Fleischer wird jetzt demnächst gebaut, denn dann kann ich. Also ich habe im Grunde alle Gebäude, die ich brauche. Ich glaube, das mit dem Alkohol haben wir jetzt auch im Griff. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich nur noch ausbauen und immer mehr Geld machen. Ja, aufgewertet ist schön und gut, aber. Ich will nicht zu viel. Ich will wahrscheinlich nur so 30 Kaufleute haben, damit ich das letzte Gebäude habe. Das hätte ich wirklich gern. Oh, dafür brauche ich Baumstämme. Oh, ich hätte sie vielleicht nicht verkaufen sollen. Ich denke immer, man braucht Bretter, aber dafür brauche ich Baumstämme. Okay, ein paar habe ich schon wieder gesammelt. Kann ich auch problemlos dann das Sägewerk mal ausmachen zum Beispiel. Und ein bisschen was den Holzhauer lasse ich.
So, wird schon passen. Es geht hier eh bald los. Beziehungsweise, ihr könnt eigentlich alle drei erstmal hier oben mithelfen. Bis die Rinderfarm anfangen, aber jetzt gerade ist hier Massenschlachtung angesagt. So, Stufe 3, Stufe 2, Stufe 1. Einfach nur, dass ich auf ein Gebäude mal konzentrieren. Haben wir ein bisschen Gold eingelagert. Tatsächlich scheint mir einfach noch nicht genug Kohle zu haben. Deshalb gibt es wahrscheinlich auch die großen Minen. Weil die kleinen einfach nicht ergiebig genug sind. Ah ja, ich glaube, jetzt geht's auch letztendlich mit dem Alkohol. Kleidung hat sich auch noch. Ist auch noch ganz gut so. Ein Mehrfach. Oh! Oh! Es passen hier 5 Leute rein. Warum haben wir eigentlich jetzt noch 4? Oh, Entschuldigung, es passen 4 Leute rein. Lohnt sich doch! Einfach nur das. Die Stadt wird wirklich größer. Ja, okay, dass der jetzt nichts mehr hat, wundert mich jetzt auch nicht, weil, ja. Wären tatsächlich größere Häuser. Hätte ich nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Toll, jetzt haben wir das auch endlich gesehen. Neues Gebäude verfügbar. Und wir können uns das vorleisten. Und die große Eisenmine. Und es sind eigentlich nur noch. Ja, 30. Mit 30 Kaufleuten können wir uns dann alles leisten. Aber brauche ich eine große Kohlemine? Ich glaube fast nicht. Ich glaube, Kohle ist auch was ich dann zur Not kaufen würde. 72 für einen Brocken Kohle. Das ist einfach so ein Witz. Das Kupfererz. Ich könnte noch das Kupfererz ausschlachten hier. Ja, wenn ich bis hier hinterkommen würde, wäre super. Aber ich glaube, meine nächste Stadt, wenn ich eine Stadt noch baue, werde ich hier eine herbauen. Denn da sind die ganzen Rohstoffe, die ich da unten brauche. Puffin gibt mir die Kacke, die ich brauche. Siehst du, das haben die jetzt nur geklaut, weil hier... Von mir aus... Scheint sich die Kriminalität ein bisschen an. Ja, wahrscheinlich das Golderz geklaut. Weil hier keiner aufpasst. Es ist echt ein super Wachmann hier. Kaufmann. Ja, wir haben ein paar Kaufleute. Bringt 64. Es sind tatsächlich 22 Dollar mehr. Ich finde das echt nicht wenig. Das ist wirklich ein lohnender Ausbau endlich. Und Pioniere auf Siedler ist so eine Sache, aber das lohnt sich tatsächlich wirklich. Ich sag, Fisch ist jetzt leichter zu produzieren, das mit dem Golderz ist schwieriger. Also mit dem Gold ist schwieriger, wenn man die Rohstoffe nicht bei sich hat. Große Steinmine gibt es ja noch nicht. Nur eine Steinmine. Aber ich würde mal sagen, das soll für heute reichen. Du gehst dahin, du gehst dahin, du sammelst da. Hat sich immer noch gehalten, ich glaube, ich kann sogar noch einen Fleischer bauen. Ich glaube, ich kann wirklich noch einen weiteren Fleischer bauen, also einen zweifachen Fleischer. Nee, keine Rinderfarm. Sollte ich mich jetzt Meat City nennen oder so? Also in dem Bereich muss ich doch stinken wie noch was. Oh ja, okay, Fleisch haben wir auf jeden Fall. Dann mache ich dann halt nur 2 Metzger, der möglichst alles abdeckt.
Achso, jetzt bin ich wieder ins Minus geraten dadurch. Aber wir sind auf einer positiven Bilanz und es wird immer besser. Und ich würde sagen, das war Let's Play Depraved für heute. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV. Und beim nächsten Mal werden wir vielleicht schon die nächste Stadt errichten müssen. Einfach nur, weil die Stadt hier so ziemlich ausgebaut ist, wie es nur geht. Wir haben jetzt schon 16 Leute, wir werden auf jeden Fall dann das vorbauen. Ich werde anfangen, hier die ersten Türme zu platzieren, um einen gewissen Verteidigungsgrad zu machen, und ich werde Soldaten ausbilden. Eigentlich dachte ich, ich muss die auf die Türme setzen, aber vielleicht baue ich einfach nur die Türme und setze die Soldaten dann drauf, wenn ich das Gefühl habe, ich werde angegriffen von den Banditen. Schauen wir mal, vielleicht baue ich auch einfach nur die Türme, um sie mal gebaut zu haben. Werden wir alles noch sehen. Ich baue dann auch eine große... Ich würde auch gerne eine große Kupfermine bauen. Aber eigentlich brauche ich nicht mehr. Weil ich habe das vor. Wie groß ist denn das? Hat eine beachtliche Größe. Kann ich auch hier so schön hinbauen. Macht auch Sinn, da ist ein bisschen Verteidigungswert. Dann baue ich hier noch einen Turm hin. Hier noch einen Turm hin, der deckt das Gebiet hier ab. Aber die Kohle wäre auch sehr günstig gewesen. Einerseits hätte ich gerne mehr, noch ein bisschen... Wäre ich mehr nach rechts gegangen, hätte ich weniger Farmland. Andererseits, ja, das ist... Diese maximale Stadtgröße ist halt wirklich ein bisschen blöd. Aber so musst du dich wenigstens darauf konzentrieren, dass du nicht deine Stadt hier in die Mitte baust und dann immer mehr Gebiet hast, bis du eine Stadt um die ganze Karte hast. Also, bis zum nächsten Mal. Bye, Leute.